Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, Marcus hätte ihm das Leben gerettet. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Was für ein Scheiß. Ich habe ein mieses Gefühl, Lieutenant. Wir sollten nicht hier sein. Mieses Gefühl, hä? Lass dein Programm überprüfen. Ist vielleicht defekt. Hallo YouTubes, herzlich willkommen zu noch einer Folge Detroit Become Human! Hallo. Hi. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. War das nicht der Man of the Year, von dem wir gelesen haben, so ein bisschen, in der einen Zeitschrift? 2-3 Folgen zurück? Nein? Ich glaube, ja. Jetzt hätte ich es doch gerne gelesen. Schade. Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Amanda. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Ich sage es Ihnen danach. Weltraumtourismus nimmt zu. Ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Also fliegen die Leute hier jetzt schon im Space rum, oder was? Okay. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Ich will alles analysieren. Alles. Ist das eine Vagina? Elijah empfängt sie jetzt. Aber kann ich nicht noch ein paar Sachen angucken? Hier zum Beispiel irgendwas? Nein? Okay. Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Lol. Wie er jetzt erstmal schwimmen geht. Was das für eine krasse Aussicht ist. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen.
Weichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Abweichung verbreitet sich wie eine Art Virus. Wir dachten, Sie wüssten etwas darüber. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du... Was möchtest du wirklich? Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von CyberLife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Test negativ. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Ich stehe zu meinem Wort. Stell eine Frage. Ich sag dir, was ich weiß. Ich will wissen, wer RA9 ist. RA9. Der Ursprung. Der erste Android, der erwachte. Ein seltsames Phänomen wie eine spontane Religion. Ich weiß nicht, wer RA9 ist. Ich weiß nicht mal, ob er existiert. Vielleicht ist er ein Messias. Vielleicht nur ein Mythos. Aber Abweichler müssen an etwas Übergeordnetes glauben, auch wenn das irrational ist. Das haben sie... Übrigens mit den Menschen gemeinsam. Eine interessante Frage, Connor. Aber vielleicht nicht die, die du stellen musstest. Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen.
Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deinen Schöpfer stellen? Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Was ist schlimmer, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Du hast sie erschossen, verdammt nochmal. Das war kein Mädchen, Lieutenant. Das war eine Maschine, die aussah wie eins. Du hast einfach abgedrückt und ihr das Scheißhirn weggepustet. Ich tat, was ich tun musste, um die Untersuchung voranzubringen. Und ich würde es wieder tun. Du bist Abschaum. Du fühlst gar nichts, oder? Eine Maschine, das bist du. Bloß eine beschissene Maschine. Natürlich bin ich eine Maschine, Lieutenant. Was haben Sie denn angenommen? Hä? Ich dachte... Moment. Warum ist er denn jetzt so pisst? Er ist doch der Typ, der Droiden erstens hasst. Androiden. Whatever. Zweitens, er argumentiert mit dem Argument, oh, du bist wie eine Maschine, du bist wie eine Maschine. Nimmt aber gleichzeitig ja nicht an, dass sie eine Maschine ist. Also für Hank hat gerade ein Toaster auf eine Kaffeemaschine geschossen. Also müsste er eigentlich. Aber jetzt ist Hank sauer auf den Toaster, weil er ihm vorwirft, er hat keine Gefühle. Obwohl er eigentlich sagt, warte mal, du bist eine Maschine. Wie kann er dieser Toaster jetzt plötzlich Gefühle haben? Und warum verlangt Hank von dem Toaster, dass er Gefühle hat? Das ist doch unlogisch. Das ist doch unlogisch. Und ich habe gehandelt, eben, Leute haben im Chat geschrieben, YouTubes, oh, der Fischi hat sich sicherlich nur verdrückt und alle waren ganz außer sich, dass ich gerade auf Schießen gedrückt habe. Ich habe so gehandelt, wie eigentlich, rein theoretisch, Connor handeln müsste. Denn für Connor war das halt eine Kaffeemaschine. Und er ist ein Toaster. Es ist so, als wenn er einfach nur einen Knopf gedrückt hätte, um Informationen zu kriegen. Also, es war der logische Weg für mich. Punkt. Und das mit Hank, das passt einfach nicht. Also das, entschuldige mal bitte. Hank hasst Androiden und findet Connor auch scheiße. Und jetzt verlangt er von ihm Gefühle. Das? I don't know. Kamsky-Test. Chloe erschießen. Chloe nicht erschießen. Ja, hier kriegen wir natürlich Informationen. Hier die Fragen, ne? Also hier, guck mal, Kamsky ist rätselhaft. Das heißt, die andere Sache wäre nicht rätselhaft. Das heißt, er hätte uns irgendwas gesagt. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen. Und nur 15% der Leute erschießen Chloe. Das ist ja sehr, sehr interessant. Das ist ja sehr, sehr interessant. Da hätte ich aber gedacht, dass es mehr ist. 15% nur. Elalale. Elalale. Von Chris Überleben erfahren, 40%. Chris war der andere Polizist, ne? Ich hätte es auch gemacht. Also ich fand es einfach logisch. Ich fand es logisch. Und diese Sache, die wir ab und zu sehen bei Connor, ne? Erscheint ja oben rechts manchmal so ein Text hier. Oh oh, hier Programmsache. Das muss schon selber von selber passieren. Ich werde das nicht forcieren. Das heißt, ich gehe nach der Logik von Connor. Und das war die Toaster-Kaffeemaschinen-Logik.
I'm so sorry. Es ist meine Meinung. Und wir werden das sowas von normal spielen müssen. Alleine die ganze andere Sache. Ich muss ja alleine mal gucken hier, was passiert, wenn man sie erschießt und man eine andere Frage stellt. Ganz zu schweigen von dem, sie nicht erschießen. Es ist alles... kurze Folge heute, aber das finden wir nicht so schlimm. Nach meiner Theorie müssten ja eigentlich 2 Folgen am Tag kommen. Weiß ich nicht. Sagt ihr es mir, ihr seid ja in der Zukunft. Ich bin noch in der Gegenwart eurer Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuschauen, YouTubes, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.